بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen, die ganze Menschheit, die ganze Menschheit, die ganze Menschheit. Wahrlich, sie befinden sich wo? Sie befinden sich wo? Im Verlust. Im Verlust. Außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Dein Kapital in diesem Leben ist deine Zeit. Diese Zeit ist wertvoller als Geld. Deswegen, wir müssen unsere Zeit ausnutzen. Für das Gute, inshallah. Geld geht und kommt. Aber die Zeit, wenn sie gegangen ist. Kannst du den Tag von gestern zurückholen? Kannst du die Stunde von vorhin, als ihr reingekommen seid, zurückholen? Wie viel haben wir unsere Zeit verschwendet? Du wirst das ernten, was du gesät hast. Sonst nichts. Hast du Gutes getan? Hast du deine Zeit ausgenutzt für Allah? Für die Gebete? Für das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das diesseitige Leben ist das Saatfeld des Jenseits. Denn diejenigen, die glauben, das sind die, die Allah über die gesagt hat, die werden in Sicherheit sein, wenn die Menschen in Angst sind. Die, die ihre Zeit bewahren. Nicht einfach so verschwenden, a'udhu billah. Sei nicht unachtsam. Sei nicht achtlos. Sei aufmerksam. Wach endlich auf. Bismillah, nahmadu wa salli ala rasuli kareem. Allahumma salli wa sallam. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, inshallah, wir sprechen kurz über die Zeit im Islam. Die Zeit, die ihr hier verbringt. Es gibt Menschen jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen, die sitzen woanders. Die sitzen in Spirotheken. Und du fragst ihn, was machst du? Ich vertreibe die Zeit. Subhanallah, so billig und so wertlos ist die Zeit für diesen Menschen geworden. Beispielsweise, derjenige will damit sagen, ich vertreibe mein Kapital. Weil dein Kapital in diesem Leben ist deine Zeit. Denn diese Zeit, liebe Bruder, die du hast jetzt, Beispiel dieser Tag, diese Stunden, wenn wir jetzt bis 5:30 sitzen, inshallah, die Stunde, die wir hier verbracht haben, ist vorbei, sie kommt nie mehr zurück. Und damit ist ein Teil, also ein Teil unseres Lebens ist mitgegangen. Aber wenn wir das im Guten verbringen, wenn wir hier sitzen, und das ist ein Paradiesgarten, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hier bekommen wir sehr hohe Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Unsere schlechten Taten werden zu guten umgewandelt, alhamdulillah. Wir werden geehrt in dieser Sitzung. Wegen dieser Sitzung werden wir am Tag der Auferstehung geehrt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir bekommen dafür das Paradies. Das ewige, beständige, eigentliche Leben. Das Paradies. Dort gibt es die ewige Glückseligkeit. Alle Menschen, die suchen nach der ewigen oder dauerhaften Glückseligkeit, sie werden sie, wallahi, im diesseitigen Leben nicht finden. Denn dies existiert nur im Paradies. Diese Sitzung hier ist der Grund dafür, dass du die ewige Glückseligkeit gewinnst am Tag der Auferstehung. Da werden Menschen Angst haben, ja. Da werden Menschen weinen. Sogar Menschen werden so viele Tränen weinen und vergießen, bis sie keine mehr haben. Dann was machen sie? Sie müssen weinen. Dann vergießen sie Blut. Das Hadith sahih. Sie werden Blut vergießen. Nicht mehr Tränen, Blut. Stell dir vor, du siehst jemanden, der weint Blut. Aber diese Blut, die Umar ist so viel. Es wird so viel fließen wie Bäsche, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Aber du darfst geehrt werden, ja Umar. Du darfst ins Paradies eintreten. Für die Ewigkeit. Du darfst Allah sehen. Alles, was du dir wünschst, bekommst du. Und das Schönste daran, dass dieser Glück ewig bleiben wird. Wird nie zu Ende gehen. Es gibt keinen Tod. Wir haben alle Angst vor dem Tod heute. Aber dort gibt es keinen Tod. Sogar schlafen gibt es nicht mehr im Paradies. Es gibt viele Menschen, wenn sie Partys heute feiern. Die Party ist so schön, dass es sagt, oh, wäre schön, wenn das auf Dauer bleiben wird. Ja? Aber auch wenn es auf Dauer bleiben, im diesseitigen Leben, wird Stress kommen. Aber dort, er will nicht mehr schlafen, wenn er diese Party feiert. Er will nicht mehr schlafen. Aber der ist so müde, dann muss. Hier sehen wir, dass der Genuss im diesseitigen Leben wird immer wieder verdorben. Unterbrochen. Ja. Im Paradies, Allah sogar subhanahu wa ta'ala befreit dich vom Schlaf. Weil der Schlaf ist der Bruder des Todes. Aber dort, du darfst für die Ewigkeit ununterbrochen genießen. Und es gibt keine Langeweile im Jannah. Viele denken, was wird das Langeweile? Es gibt dieses Wort, Langeweile existiert nicht mehr. Das Gefühl, Langeweile gibt es gar nicht mehr. Sondern Allah ersetzt es im Herzen mit der ewigen Glückseligkeit. Du empfindest Glück für die Ewigkeit. Du wirst nie mehr trauern, nie mehr Angst haben müssen. Du bist in Sicherheit für die Ewigkeit.
für diese Stunde, die ihr hier sitzt, die Brüder. Wallahi. Wenn wir mit Aufrichtigkeit sitzen, mit Aufrichtigkeit, nur wegen Allah, diese ein oder eineinhalb Stunden, diese Zeit haben wir profitiert. Wir profitieren davon, Yawm al-Qiyam. Wir profitieren davon. Aber die Menschen, die dort sitzen, Muslimin in Spielothek, A'udhu Billah, oder Diskothek oder in Kneipen, während die Menschen am Beten sind, diese Menschen, Yawm al-Qiyam, sie werden, bi-Ibn Allah Azza wa Jal, Ibn Abbas sagt, die Menschen, Yawm al-Qiyam, sie werden so sehr bedauern, dass sie die Zeit verpasst haben, dass sie die Zeit nicht ausgenutzt haben, dass sie Allah nicht angebetet haben, subhanahu wa ta'ala, sie werden auf deren Finger beißen, beißen, bis sie zum Ellbogen reingebissen haben, beide Ellbogen rein, sie beißen da rein, sie fressen sie auf, aus Angst und Bedauern, a'udhu billah, sie bereuen, sie wollen zurückkehren, ja Allah, schenke uns nochmal das Leben, wir kehren zurück, wir werden wieder gut machen, was wir falsch gemacht haben, wir werden die vergangenen Nachlässigkeiten nachholen, ja Allah, wir werden das, was wir verpasst haben, wieder nachholen, ja Allah. Aber Allah sagt, es ist zu spät. Ist ein Gesetz von Allah gesprochen, subhanahu wa ta'ala, der stirbt, kehrt nie mehr zurück. Aber dann wird das Bedauern nicht mehr helfen. Deswegen, wir müssen unsere Zeit ausnutzen. Für das Gute, inshallah. Weil diese Zeit ist wertvoller als Geld. Manchmal hast du Geld in der Tasche, manchmal auch nicht. Stimmt oder nicht? Manchmal hast du Geld auf dem Konto, manchmal auch nicht. Stimmt oder stimmt das nicht? Das heißt, Geld geht und kommt. Aber die Zeit, wenn sie gegangen ist, kommst du zurück? Kannst du den Tag von gestern zurückholen? Kannst du die Stunde von vorhin, als ihr reingekommen seid, zurückholen? Kann man nicht mehr. Die ist vergangen. Und ehrlich gesagt, wie viel haben wir in unser Leben verpasst? Wie viel haben wir unsere Zeit verschwendet? Der Adhan ruft, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja? Und dann sagt am Ende, also kurz vom Ende, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und du guckst den Fußball an. Und du ignorierst diesen Ruf. Was willst du Allah sagen, Yawm al-Qiyam? Hast du eine Antwort dafür? Du verschwendest deine Zeit. Weißt du, Achi, was du verpasst hast, wenn du nicht hinter den Imam betest? In diesem Moment? Ich rede über mich selbst, über jeden, der hier sitzt und jeder Muslim, der mir zuhört. Weißt du, wie viel du verpasst? Was für eine Belohnung du verpasst hast, die du nie mehr zurückholen kannst. Du kannst diese Belohnung, die du verpasst hast, nicht mehr nachholen. Wenn du ein Pflichtgebet verpasst, du kannst dein ganzes Leben lang beten, du kannst diese Belohnung nicht mehr nachholen. Nie mehr. Und Yawm al-Qiyamah stehst du da und vielleicht kann sein, diese Belohnung, die du verpasst hast im diesseitigen Leben, ist der Grund dafür, dass deine Waage, die gute Waagschale, erschwert wird. Aber du findest sie nicht. Dann bedauerst du und bereust. Oh, das war doch dieser Moment, wo ich Fußball geguckt habe. Das war doch dieser Moment, wo die Serie am Laufen war. Die war doch so traurig, die Szene, subhanallah. Ich musste weiter gucken. Ja, subhanallah. Das ist nur ein Film, ja. Das ist eine Lüge. Und du fällst da rein, diese Lüge. Oh, das ist eine Lüge, das ist nur ein Theaterstück. Und diese Tränen sind gespielt. Da sind Tropfen, die sie im Augen reintun. Wach auf. Lass nicht den Scheitern mit dir spielen. Und diese Frau, die dir so schön aussieht im Fernseher. Lass sie einmal schlafen und aufwachen, dann siehst du sie richtig an. Guck, ob sie dir nochmal gefällt oder nicht. Das ist alles nur Täuschung. Aber du verpasst die Belohnung. Ach, was an Belohnung? Derjenige, der mit dem Imam betet, ja, mit dem Imam betet, pünktlich, Alhamdulillah, er hat 25 Stufen erreicht. Er bekommt 25 bis 27 Stufen Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi. 27, die verpasst du wegen einem, dieser Fußball, ich weiß nicht, ich habe damals selber viel Fußball gespielt und ich habe im Blut fließt Fußball bei mir damals. Ja, wenn ich denke, was ist mit dir los, frage ich. Was war mit dir damals los? Ehrlich gesagt, dann denke ich nach, ich laufe hinter, die Sheikh Kuschke hat gesagt, die laufen 22 Männer mit Bart und Schnurrbart, die laufen hinter ein Stück Leder. Und die schlagen sich dafür. Einmal sagt der Sheikh Kuschke, war in Ägypten ein Fußballspiel zwischen Zamalek und Ahli, das sind bekannte Mannschaften dort, sagt, es gab so eine Schlägerei, sagt, ich weiß nicht, wie viele Menschen, 30 oder so Menschen sind gestorben, nur wegen dieses Stück Leder, sagt, das sind Märtyrer, Fußballmärtyrer. Ja, hat er gesagt, wirklich. Es gibt die sterben für Allah, die sterben wegen ein Stück Leder, Audhu Billah.
Das sind Fußballmärtyrer, nennt man sie. Oder die, die in der Tribüne, er singt über seine Ware, oder das ist sogar die Lüge, die singen über diese Liebe, oh mein Schatz, oh mein Liebling, und du hast mich verlassen, komm bitte wieder zurück. Und das ganze Film, was sie da im Fernsehen zeigen und tut so, ob sie weint, beim Gesang, A'udhu Billah, fällt sie um und stirbt. Das ist die Märtyrerin, die Bühnenmärtyrerin, A'udhu Billah. Sie starb für die Musik. Aber der, der geehrt wird, ist ja der stirbt für Allah. Diese Menschen, weißt du, was deren Zustand jetzt ist, A'udhu Billah, während wir hier sitzen? Was mit denen los ist, Yawm al-Qiyamah, A'udhu Billah? Willst du zu denen gehören? Ya laytani qaddamtu li hayati. Der Kafir, der Ungläubige, und der Muslim auch, der ungehorsame Muslim, der Allahs Befehle und sein gesamtes Asana widersetzt hat, der seine Zeit einfach so verschwendet hat, für nichts. Sogar wenn es für nichts wäre, wäre okay, aber er macht es, er verschwendet seine Zeit für das, was ihm schaden wird. Dieserjenige, Yawm al-Qiyamah, sagt, oh, hätte ich für mein Leben etwas vorausgeschickt. Er meint, das Leben, das Jenseits, das ist das wahre Leben. Er befindet sich jetzt im Jenseits. Jetzt hat er begriffen, das wahre Leben ist das Jenseits. Das ist das richtige Leben. Das diesseitige Leben ist das Saatfeld des Jenseits. Oh, hätte ich damals gesehen. Aber jetzt du erntest, du wirst das ernten, was du gesehen hast, sonst nichts. Hast du Gutes getan? Hast du deine Zeit ausgenutzt für Allah? Für Dien, für die Gebete, für das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Bist du erfolgreich, glücklich, Achi. Denn diejenigen, die glauben, sind die, die ihre Zeit bewahren. Nicht einfach so verschwenden, A'udhu Billah. Das sind die, die Yawm al-Qiyamah glücklich sein werden. Das sind die, die Allah über die gesagt hat, die werden in Sicherheit sein, wenn die Menschen in Angst sind. Die, die Angst haben heute vor Allah, die haben Angst, deren Gebete zu vernachlässigen. Die haben Angst, das Gebet zu verlassen. Wenn sie einmal morgen Gebet verpassen, die sind traurig den ganzen Tag. Wenn sie ein Pflichtgebet mit dem Imam verpassen, deren Herzen sind traurig, die sind bedrückt. Das sind Mu'minin, die glauben an Allah. Sie haben verstanden, wo der Erfolg liegt. Der Erfolg liegt nicht in Geld oder in irgendeinem, sondern der Erfolg liegt in guten Taten. Wenn du glaubst und gute Taten verrichtest, du bist im Erfolg. Denn Allah hat geschworen, beim Zeitalter, alle Menschen, die ganze Menschheit, wahrlich, sie befinden sich wo? Im Verlust. Außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Das sind Worte von Allah, Jalla fi'ula. Allah weiß am besten, ja. Er hat diese Erde erschaffen. Er hat diese Welt erschaffen, das ganze Universum. Und er kennt seine Erde am besten, seinen Besitz am besten. Und er warnt uns davor, mein Abdi, mein Diener, pass auf, lass dich nicht ablenken. Denn ich habe diese Erde erschaffen. Und sie ist trügerisch, pass auf. Verschwende nicht einfach so deine Zeit. Der Tod wird kommen. Guck mal, Allah warnt über die ganze Zeit. Abdi, pass auf, der Tod wird kommen. Sei nicht unachtsam. Sei nicht achtlos. Sei aufmerksam, Abdi. Wach endlich auf. Der Tod kann jederzeit kommen. Ohne zu klopfen. Wenn irgendjemand kommt, plötzlich klingelt, weil nachts, 2 Uhr nachts klingelt jemand bei dir zu Hause, du stehst auf, du bist erschrocken. Und hat er sogar geklingelt, eine Warnung, eine Vorwarnung. Es kann ein Feind sein. Stell dir vor, du hast Ärger mit jemand und der ist stärker wie du. Und er besitzt die Macht, dich kaputt zu schlagen. Und er besitzt sogar die Macht, dich zu töten, A'udhu Billah. Du läufst nach Hause, du schließt die Tür ab und du schläfst ein bisschen, plötzlich klingelt das. Was für ein Angstgefühl wirst du haben in diesem Moment. Du bist machtlos. Aber das ist nur ein Mensch. Aber der, der kommen wird, ist der Engel des Todes. Und der wird nicht klingen. Und der wird nicht klopfen. Und der wird dir keinen Brief vorher schicken. Oder er wird sagen, hör mal zu, nächste Woche werde ich vorbeikommen. Das gibt es nicht. Der kommt einfach, deswegen nennt man den Tod der stille Aman. Er redet nicht mit dir, wenn er kommt. Er klopft nicht. Er ruft dich nicht an. Er kommt und hat seinen Befehl auszuführen. Wie wenn jemand stirbt, die Familie sind alle da und einer liegt am Sterben. Alle am Weinen, am Schreien, am Klagen. Der Todesengel, der so guckt sie an, sagt, bei Allah, ich habe niemand von euch seiner Versorgung weniger gemacht, sondern ich bin genauso ein Diener wie ihr und ich habe Befehle auszuführen. Und sagt, bei Allah, ich werde immer zurückkommen, bis keiner mehr von euch übrig bleiben wird. Und der Gesandte Allah hat gesagt, wenn sie ihn sehen würden, die, die weinen um deren Toten, wenn sie den Engel des Todes sehen werden, sie werden deren Toten vergessen und sich selber weinen. Allahu Akbar. Die Lage ist nicht einfach. Nicht wie ihr denkt und wie wir denken. Heute ist die Lage so einfach für uns geworden. Weil wir gar kein Wissen haben über den Tod.
Und wir haben gar kein Wissen über die Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gar kein Wissen über die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wir haben kein Wissen. Und wenn wir das Wissen haben, das Wissen sitzt im Kopf und nicht im Herzen. Wir müssen die Gewissheit haben, dass das, was Allah sagt und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über die Strafe gesagt haben, ist wahr, ist haq. Ist haq, ja. Als wir vom Mutterleib rausgekommen sind, alle sind glücklich, mashallah, freuen sich über diesen neuen Geborenen, alhamdulillah. Ab dem Tag, achi, dieser Moment, diese erste Minute im Leben, die du verbracht hast, das heißt eine Minute weniger von deinem Alter. Hast du verstanden? Das heißt, du bist jetzt 30, 20, 25. 25 Jahre sind weniger geworden von deinem Leben, was Allah dir vorher bestimmt hat. Beispiel, du, Allah hat bestimmt 30 Jahre, du lebst 30 Jahre. Du hast 25 Jahre schon gelebt. Und ich bin noch jung, ich habe Spaß. Das heißt, du hast 25 Jahre einfach so verpasst und die sind verloren gegangen. Die sind jetzt, die sind, sagt, dein Leben ist geringer geworden, ist kürzer geworden. Anstatt dir Gedanken zu machen, sagt, stimmt, ich habe nicht mehr noch viel zu leben. Und derjenige, der die 40 erreicht und das Böse in ihm ist immer noch stärker als das Gute, er soll seinen Platz in Jahannam erwarten. Und sich zu ändern, ja, ist nicht einfach, wallahi. Besonders wir haben in dieser Gesellschaft gelebt, in diesen Finsternissen gelebt. Jeder von uns, vielleicht hier ist doch, verzeiht mir, ist nicht böse, hat bestimmt mal diese Dunkelheiten erlebt, diese Diskothekzeiten erlebt, diese Partys erlebt, diese Finsternisse erlebt, Musik, Shaitan, Anmacherei, Schlägerei, Drogen, weiß Allah, was ihr noch macht. A'udhu billah. All das ist Finsternisse, oder die führen alle in Jahannam. Und wenn wir rauskommen, wir haben Spuren mit uns genommen, A'udhu billah, die müssen wir beseitigen. Die müssen wir wirklich beseitigen, schnell wie möglich. Wallahi al-Azim, ich merke immer noch, nach 9 Jahren oder vielleicht 10, manchmal denke ich, ich habe mich gar nicht geändert. Wallahi, ich denke, ich habe mich immer noch nicht geändert. Weil der Weg dahin ist nicht einfach. Der Scheitan ist dein Feind. Beispielsweise, du stehst in einem Boot, in dieser Ruderboot heißt es. Du, dein Nafs, dein Ego und der Scheitan und die schlechten Freunde, ihr seid alle im gleichen Richtung am Rudern jetzt. Plötzlich sagst du, nein, ich möchte die Richtung ändern. Du drehst nach hinten. Du bist der Einzige, der eine falsche, also die richtige Richtung, sagt man das, rudert. Du hast Gefahr erkannt vorne. Sag, hey, wir müssen zurück. Alle drei sagen, nein, wir rudern nach vorne. Versteht ihr es? Wie schwer wird es dann sein für dich? Ist schwer, Achi, du brauchst Hilfe. Und alleine schaffst du nicht. Deswegen hat Salman gesagt, haltet euch an die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, ja. Und ich gebe euch einen Rat, wir haben eine Moschee, ihr habt alle vielleicht die neue Moschee, die Jugendmoschee, alhamdulillah. Wir sind jeden Tag da, alhamdulillah. Weil wir uns, ich habe eine Sache, wenn wir nur Samstag uns sehen und Freitag, alhamdulillah, sehr schön, alhamdulillah, sehr gut. Aber der Sinn von solcher Sitzung, dass wir uns mehr treffen, dass wir mehr zur Moschee gehen, dass wir uns verbessern, dass wir uns behandeln lassen. Wenn ein Auto kaputt ist, wir nehmen sie zum Werkstatt. Wenn jemand krank ist, ins Krankenhaus. Aber wenn deine Seele krank ist, dann braucht kein Krankenhaus. Einzige Krankenhaus ist hier die Moschee. Dort befinden sich fromme Menschen, tugendhafte Menschen. Und der Hadith von Rasulullah sagt ungefähre Bedeutung, wenn jemand mit einem Volk 40 Tage lang ist, er befindet sich 40 Tage lang mit einer bestimmten Sorte von Menschen. Nach 40 Tagen wärst du genau wie diese Menschen. Du bekommst von deren Eigenschaften, du bist genau wie die. 40 Tage verbringst du in Moschee mit Brüdern, alhamdulillah. Mit Menschen, die beten, sich niederwerfen, die sich vorbeugen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind schwach, sie sind noch krank, aber sie bemühen sich, alhamdulillah. Das ermutigt dich, ja, Achi. Ja, das stärkt dich. Es gibt ja so einen stärkeren Willen, du willst dich auch ändern. Ich weiß, dass es schwer ist, manchmal von Frauen loszuwerden. Wenn du besonders eine Frau liebst oder sowas, eine Art und diese Atmosphäre liebst, die hat blonde Haare und mashallah, die ist brünett und die hat schöne Augen, die hat schönen Mund, die hat schöne Beine, die hat schöne, weiß Allah was. Ist schwer, weil die schlimmste Versuchung für die Männer ist die Frau. Aber trotzdem, ja, Achi. Auch wenn du da bist, ab und zu mal, trotzdem komm zur Moschee. Weil das Gute mit der Zeit wird siegen. Das Gute in dir wird das Böse in dir siegen, bi'idhnillahi subhanahu. Besiegen, inshaAllah. Also gib nicht auf, kommt einfach. Nutzt eure Zeit aus. Allah sieht, ihr versucht es wenigstens. Wenn jemand krank ist, obwohl er krank ist, sagt, nein, ich gehe nicht zum Arzt und merkt, die Krankheit wird immer schlimmer. Die Krankheit wird immer schlimmer. Irgendwann mal muss jemand sagen, ja, geh doch zum Arzt. Das schadet doch gar nichts. Dieser Arzt will dir doch nur helfen. Genauso diese Moschee, alhamdulillah, gibt es Ärzte, nicht mehr nur ein Arzt, sondern viele Brüder, mashallah, die das Wissen haben, wenn sie euch weitergeben können.
Versucht euch mehr zu treffen für Allah und nicht für Dunya. Wenn ihr euch trifft, ermahnt euch gegenseitig. Ich rede genauso für die Schwestern, genauso. Also verschwendet nicht einfach so eure Zeit. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Der Gelehrte sagt hier, dass die Zeit ist der Kapital der Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt dann also der tugendhafte oder der aufmerksame Diener oder die aufmerksamere Dienerin Allah subhanahu wa ta'ala ist die oder sind die, die das Wert, ungefähr das Wert der Zeit erkannt haben. Und sie haben erkannt, dass diese Zeit sehr wertvoll ist. Dass man nicht einfach so vernachlässigen darf, diese Zeit. Was machen sie? Sie vernachlässigen keine einzige Stunde in deren Leben. Sie versuchen jede Stunde, jede Minute, jeden Tag versuchen sie mehr nach Guten zu streben. Sie versuchen immer besser zu werden, bessere Diener zu sein. Wie du in der Schule versuchst, einer der Besten zu sein. Du willst Arzt werden, du musst dich bemühen, du musst dich anstrengen. Nur damit du Arzt wirst. Damit du einen weißen Kettel trägst und ja, sagt, er ist Arzt. Oder weiß Allah, was du sein willst. Oder Fußballer. Fußballer, astaghfirullah, läuft sein ganzes Leben lang und trainiert und das hin und verletzt und steht wieder auf. Und nur für ein bisschen Geld und ein bisschen Ruhm. Aber du willst das Paradies. Für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Denk ein bisschen über diese Ewigkeit nach. Das heißt, kein Tod mehr danach. Alles, was du willst, bekommst du. Und du willst dich zurücklehnen und sagen, ja, ich gehe ins Paradies rein. Nein, niemals. Das Paradies ist teuer und das ist die wahre Allah subhanahu wa ta'ala. Und die ist teuer für den, der faul ist, a'udhu billah, ich will das Wort nicht sagen, seine Füße zu bewegen für Allah subhanahu wa ta'ala, seine Beine, seine Kraft einzusetzen, um dahin zu kommen. Dieser faule Mann oder faule Frau wird nicht dahin kommen. Nur die, die sich bemühen für das Paradies, werden sie bekommen, bi'idhnillah. Der Mu'min wird nie satt sein von guten Taten, von rechtschaffenen Werken, bis sein Bleibe das Paradies ist. Wenn dein rechter Fuß im Paradies drin ist, dann darfst du dich freuen. Dann lehn dich zurück, wie viel du willst für die Ewigkeit. Allah verwöhnt dich im Paradies. Mit schönen Frauen. Mit schönen Wein, Flüsse aus Wein. Flüsse aus Honig. Flüsse, subhanallah, der Boden, sagt Prophet Muhammad, ich habe den Boden vom Kauthar geschlagen. Und der Boden war aus Moschus, sagt Rasulullah. Häuser aus Gold, aus Silber, aus Edelsteinen, Juwelen, alles Mögliche, was du dir noch nie in deinem Leben gesehen hast. Und dafür willst du dich nicht bewegen. Er sagt deswegen, der Gelehrte sagt, das Alter des, der Mensch oder die Zeit, die wir haben, ist die Zeit, sagen wir die Saison, Saison sagt man auf Deutsch, also Saison auf Französisch auch, Saison sagt, wo man sehen muss. Du musst jetzt sehen, ja. Und sagt, das Jenseits ist das Ort, wo man ernten wird. Dort werden zu ernten, yawm al-qiyamah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und sagt, Tuba, Tuba ist ein Baum im Paradies, ein Pferd braucht 100 Jahre, um den Schatten von diesem Baum zu durchqueren und zu überqueren. Sagt, Tuba ist für denjenigen, der sich eilt zu den guten Taten, und eilt zu Allah subhanahu wa ta'ala und eilt zu der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala, eilt sich zum Erfolg, wenn der ruft, Hayya ala al-Falah, eilt dich zum Erfolg. Der Erste, der aufsteht. Der Erste. Und der eilt sich zum Guten, alhamdulillah, zum Erfolg. Er sitzt nicht einfach so. Er bewegt sich dafür, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, bevor seine Zeit zu Ende geht. Weil die Zeit wird eines Tages zu Ende gehen. Ob du willst oder nicht willst. Und gestern haben wir über den Khutbah ein bisschen gesprochen, über den Tod. Ich weiß nicht, Bruder, ob ihr alle da wart oder nicht. Aber inshallah, wir wiederholen einmal nochmal eine Khutbah über den Tod. Inshallah, sehr wichtig, dass man die hat, inshallah. Und sagt derjenige, der am erfolgreich ist, ist der, der sich eilt, um sein Jenseits zu bevölkern, liebe Bruder. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, was heißt bevölkern des Jenseits, des Paradieses. Beispiel 1, wir haben Brüder in Dunya, alhamdulillah, die Allah gedenken, Tag, also ununterbrochen. Seine Zunge hat sich so sehr daran gewöhnt, er kann nicht mehr aufhören, Allah zu gedenken. Das ist ein Geschenk von Allah. Deine Zunge soll weich werden mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieserjenige, und es gibt andere, die nicht so stark sind, die gedenken Allah vielleicht morgens und abends. Und es gibt andere, die vergessen Allah. Andere, die Allah vergessen haben, und diese Strafe für diesen Menschen, dass Allah so gemacht hat, dass sie sich selber vergessen haben. Und sich selber hier vergessen bedeutet, er erkennt das Gute nicht mehr. Er erkennt das, was ihm nutzt, nicht mehr. Und sieht das Gute schlecht und das Schlechte gut. Er hat sich selbst vergessen. Er kommt nicht mehr klar im Leben, a'udhu billah. Und die schlimmste Strafe, ya akhi, wallahi, wenn du Allah vergisst, das ist schon eine Strafe. Wenn du Allah vergisst, bedeutet, dass du bestraft wirst, yawm al-qiyam. Und yawm al-qiyam, Allah wird zu dir sagen, Abdi, tritt blind ins Höllenfeuer ein. Sagst du, Allah, ich habe gesehen im diesseitigen Leben. Allah sagt, du warst im diesseitigen Leben am Sehen, aber meine Zeichen sind zu dir gekommen. Ich habe Zeichen auf dich zugeschickt, Abdi.
Ich habe dich gewarnt. Ich habe Menschen zu dir geschickt. Du hast doch die Kassetten gehört. Du hast doch die Gelehrten gehört. Du hast doch CDs unterwegs, vielleicht auf der Straße sogar manchmal. Du hörst Brüder, die machen Koran laut, der andere, den ich bete, hört das. Aber geht blind dran vorbei, ya'udhu billah. Und achtet gar nicht. Aber wenn Michael Jackson läuft, er dreht sich um und lächelt. Ya'udhu billah. Oder dieser Hip-Hop und Soul und das Ganze. Es trifft sofort sein Herz, aber die Worte Allah nicht mehr. Er geht mit Hochmut daran vorbei. Ja, man kann sagen, Abdi, doch, die meine Zeichen sind doch gekommen. Heute wirst du blind in Jahannam fallen für die Ewigkeit. Heute wirst du sogar in Jahannam vergessen. Stell dir vor, Allah lässt dich für die Ewigkeit dort. Du hast vergessen, du wirst ewig daran bleiben. Was willst du Allah sagen? Was wollen wir in diesem Moment Allah sagen? Diese drei Sorten von Menschen, Allah hat für jeden Menschen, der Allah gedenkt, im Paradies einen Engel zuständig gemacht, der für ihn baut. Häuser baut, Paläste baut. Der Prophet Muhammad hat diese drei Sorten gesehen, hat einen gesehen, der baut ununterbrochen. Immer weiter. Jedes Mal ein Ziegel aus Gold, aus Silber, ein Ziegel aus Gold, ein Juwel, ein Edelstein, immer weiter. Und der andere baut und macht Pause. Baut und macht Pause. Legt ein Ziegel ab, macht wieder Pause. Zwei, drei und macht wieder Pause. Der andere sitzt, hat nichts zu tun. Er hat gefragt, der Jibril, wer sind die drei? Sagt, der erste ist der, der ist zuständig für den Diener Allah subhanahu, dessen Zunge weich ist mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Solange er Allah gedenkt, der Engel baut immer weiter für ihn dieses Haus. Das sind die bevölkern deren Häuser im Paradies. Und der andere sagt, das ist der, der ab und zu mal Allah gedenkt. Und der andere, der hat Allah vergessen. Was soll er für ihn bauen? Was soll er für ihn bauen? Ehrlich gesagt. Das sind die Menschen, die nachdenken. Sie wollen das Jenseits bevölkern. Aber das Problem bei uns, wir bevölkern das diesseitige Leben und wir zerstören unsere Jenseits. Wie ein Tabi'i, ein König traf ein Tabi'i, ich habe den Namen leider vergessen, und sagte zu ihm, gib mir einen Rat. Nein, sagte zu ihm, warum wir Menschen hassen den Tod? Und sagte, das Problem, wir haben das diesseitige Leben, unser diesseitige Leben bevölkert. Und wir haben das unser Jenseits zerstört. Und sagt, und der Mensch ist bekannt, er möchte nicht von bevölkerten Orten auswandern zu zerstörten Orten. Versteht ihr? Das heißt, wir haben unser Jenseits zerstört. Wenn du jetzt in einer Wohnung bist, mashallah, du hast ein Couch, ein Teppich, Bodenheizung, mashallah, weiche Teppiche und weiche Matratzen und schöne Decken und weiche die Decke, manchmal stehst du gar nicht mehr auf zu Fajr-Gebet. So weich, mashallah, dass du dich, sogar ich weiß, wo du auswanderst mit deinen Träumen. Heizung funktioniert und Kohle an deiner Seite und Chips auf der anderen Seite und deine Frau an deiner Seite, mashallah, und die Kinder und Spielen und Gemütlichkeit, mashallah, und Fernseher und Video und DVD, alle übereinander so gestapelt, mashallah. Vielleicht siehst du dir alle drei an. Es gibt Fernseher sogar heute, die haben sechs. Du kannst sie teilen, du kannst den Fußball gucken, du kannst den Film gleichzeitig gucken. All das gibt es heute, subhanallah. Und Sayyidina Umar sagt, ich warne euch vor der Gemütlichkeit. Ich warne euch vor der Gemütlichkeit, sagt Sayyidina Umar radiallahu anhu. All das hast du, und dann sagt, er kommt einer und sagt, warum gehst du nicht im Keller schlafen? Und im Keller hast du keinen Teppich, kalt. Spinnen sind in diesem Keller, a'udhu billah. Ja? Verwüstet alles durcheinander. Keine Decke, auf dem Boden musst du schlafen. Bist du einverstanden? Sagst du, geh raus. Sag, geh raus, besser für dich heute. Dann machst du sogar mit viel Liebe die Tür auf und schickst ihn raus. Auch wenn du ihn liebst, geh bitte raus. Schließt du ab und legst dich wieder zurück, mashallah. Und ob er gar nicht anwesend war. Aber ja, zum Jenseits musst du hin. Wie dann Ibrahim ibn Adam hat gesagt, wenn ihr seht, die Menschen beschäftigen sich mit den Bevölkern oder bewohnen dessen, deren Paläste und Häuser, so bevölkert ihr eure Gräber. Füllet dein Grab, ja, Achi. Du wolltest dein Grab füllen, womit? Mit guten Taten. Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi Allah. Sag deswegen, sei nicht unachtsam. Und lass dich nicht betrügen vom diesseitigen Leben. Und verschwende nicht deine Zeit, hat dieser Gelehrte gesagt, dieser Gelehrte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kümmerte sich viel um seine Zeit, alaihi sallam, und sogar warnte Sahaba vor dem Verschwenden deren Zeiten. Und hat richtig sich interessiert für die Sache, dass er die, sagt man, das empfiehlt, alaihi sallam, dass sie auf deren Zeiten aufpassen. Was hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam? Irtanim khamsan qabla khams. Nutze fünf aus, bevor fünf auf dich zukommen. Das erste, hayataka qabla mautik. Nach dem Leben gibt es einen Tod. Und wann der Tod kommt, weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, nutze dein Leben aus, profitiere von deinem Leben, bevor du stirbst. Weil wenn du stirbst, was bedeutet das? Das heißt, deine Taten haben aufgehört. Du kannst nicht mehr handeln. Sagt, jeder Tote, wenn erst ein Tote aufstehen würde, der wird sein Leben lang im Moschee bleiben und nie mehr rausgehen werden.
Niemand, weil er jetzt die Wahrheit gesehen hat nach dem Tod. Wie grausam der Tod sein kann. Wie grausam der Grab sein kann. Der Pein im Grab, a'udhu billah. Er hat die Engel gesehen. Die Engel im Grab, die Finsternis im Grab. All das hat er gesehen. Grausam. Jetzt kommt er zurück und will nicht mehr einfach vom Moschee nicht mehr raus. Er wird sich wallahi wünschen, sein Leben lang im Niedergraben zu sein. Sein Leben lang. Weil er die Wahrheit gesehen hat. Genauso wird es mit uns geschehen. Wir leben heute, aber vielleicht morgen, ja, Achi, wir gehören nicht zu denen, die am Leben sind. Gestern habe ich einen Gedichtkurs gelesen. Er sagt ungefähr, verzögere nicht, oder wie sagt man das? Ja, verzögere nicht die Tat von heute auf morgen, die gute Tat auf morgen. Sagt, ja, ich mache die erst morgen, ich bete erst morgen, ich zeige erst morgen Reue. Das nennt man Taswif. Das heißt immer wieder sagen, Saufa, ich werde, bis der Shaitan, a'udhu billah. Nein, also du wirst die Tat von heute nicht auf morgen vertagen ungefähr so oder verzögern. Sag, vielleicht der nächste Tag wird kommen, aber du bist gar nicht anwesend. Der Tag wird kommen morgen, aber wer sagt, vielleicht du bist gar nicht mehr da. Also nutze heutigen Tag aus. Nutze diese Stunde aus. Und hab eine wahre Absicht in deinem Herz. Also ehrliche Absicht, ab diesem Moment kehre ich zurück zu Allah. Ab diesem Moment, ich habe die Absicht, mein Leben zu ändern. Weil das Leben, was ich heute lebe, erweckt den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bin die ganze Zeit verflucht. Jedes Mal, wenn du nicht betest, wenn du haram isst, wie viele als die nicht beten, essen haram und es juckt ihn gar nicht. Und wird die ganze Nacht verdammt und verflucht von Allah subhanahu wa ta'ala, von den Engeln. Sogar wenn du eine Schuhe kaufst, die von haram ist, diese Schuhe verflucht dich die ganze Zeit, solange du die anhast. Das heißt, du lebst, a'udhu billah, die ganze Zeit in diesem Fluch und diese, nicht Fluch, sag mal, diese, du wirst verdammt und verflucht die ganze Zeit und du bist glücklich darüber. Welcher Mensch ist glücklich darüber, wenn er verflucht wird von Allah? Und verfluchen heißt, das bedeutet, du bist raus aus der Gnade Allah. Und wer ist derjenige, der rausgeworfen wurde aus der Gnade Allah? Shaitan. Das heißt, du bist ein Gefährte vom Shaitan. Und die Gefährten vom Shaitan sind wo? In Jahannam. Im Höllenfeuer. Wie kannst du denn glücklich sein über diese Zeit, die du in der Ungehorsamkeit gegenüber Allah verbringst? Ein vernünftiger Mensch geht nicht, macht das nicht. Und sagt Rasulullah, nutze, also profitiere von deiner Gesundheit, bevor du krank wirst. Profitiere, kann sein, dass du krank wirst, du kannst dich nicht mehr bewegen. Und dann sagt Sallallahu Alaihi Wasallam, profitiere von deiner Freizeit, bevor du beschäftigt bist. Und profitiere von deiner Jugend, bevor du alt wirst. Ja, weil wenn du alt wirst, hast du drei Beine, nicht mehr zwei. Du brauchst einen Stock, der dir hilft, damit du dann weitergehen kannst. Wir haben Menschen gesehen, in diesem alten Heim, Yachi, du weinst. Die Lage von diesen Menschen bringt dich erst zum Weinen. Und du hast Angst, dass du so endest. Besonders, es wird so schlimm sein für die Menschen, die ihre Leben, ihre Jugend, deren Jugend einfach so verschwendet haben für nichts. Für die Ungehorsamkeit gegenüber Allah, in Sünden, in Haram. Ja, diese Menschen dann, wenn er so alt ist, was? Der wird weinen um seine Jugend. Wie ein tugendhafter Mann hat gesagt, wenn, also ungefähr sagt er, ist alt geworden, sagt, wenn die Jugend zurückkäme, also wenn die Jugend zurückkommen würde, ich werde sie benachrichtigen. Was die grauen Haare mit mir angerichtet haben. Er bedauert seine Jugend, die er verpasst hat. Aber es gibt Menschen, die deren Jugend bewahrt haben, alhamdulillah. So hat sie auch Allah, als sie alt geworden sind, auch bewahrt. Man sagt, der Gelehrte oder der wissende Mann altert nicht. Weil durch das Licht, durch die guten Taten, durch das Wissen, was er hat, durch die Frömmigkeit, durch die Fromme, die er hat, mashallah, durch die Furcht Allah subhanahu, vor Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bewahrt seinen Verstand. Allah bewahrt seine Knochen, wie Imam ibn ein Tabi'i, einmal ist er gesprungen von einem Boot runter, der war sehr alt, 80 Jahre alt, und sprang von einem Boot, der ein bisschen hoch war. Die Jugend konnte nicht springen, die mit ihm waren. Die haben sich gewundert, was hast du, wie schaffst du das? Sag, ich habe diese Knochen bewahrt damals, als ich jung war, so hat Allah sie heute bewahrt, als ich alt bin. Das heißt, er hat seine Glieder, sein Verstand, sein Herz, seine alles bewahrt vor dem, was Allah verboten hat. Er war fromm, als er jung war, Allah bewahrt ihn, als er alt ist. Und so Allah wird ihn im Grab bewahren und Yawm al-Qiyamah bewahren vom Höllenfeuer, bi'idhn Allah subhanahu wa ta'ala. Weil der Gesandte Allah sagt zu Ibn Abbas radiallahu anhuma, bewahre Allah, dann werde ich Allah bewahren. Bewahre Allahs Pflichte subhanahu wa ta'ala, folge sie. Allahs Befehle, folge sie. Bewahre das, was Allah verboten hat, wieder unterlasse das, verlasse es. Verlasse die Sünde, ja, ab heute. Und wenn du immer wieder fällst, bitte Allah immer wieder um Reue. Weine im Sujud, im Niederwerfen vor Allah. Zeig Allah, ja Rabb, ich bin schwach, ja Rabb. Ja Allah, du hast mich erschaffen, ich bin schwach. Ich möchte so sein, wie du willst. Hilfe mir, Allah. Denkst du, Allah hilft dir nicht? Wallahi, wenn du ehrlich bist, wallahi al-azim, Allah wird dich daraus holen. Weil Allah liebt die Menschen, die so reden.
Allah liebt die Menschen, die so sowas verlangen. Ich sage, ja Allah, gib mir ein Auto. Ja Allah, gib mir eine Blonde. Ja Allah, gib mir ein Ferrari, gib mir ein Dings, wer ist denn diese Auto, die Porsche und dann noch ein Cabrio dazu, ja Allah, damit ich angeben kann. Was bringt dir das alles? Denkst du, Allah gibt dir und? Aber du bist der Verlierer danach. Weil all das, was Allah dir gibt, wird dich ablenken. Und wenn du abgelenkt bist und du stirbst, a'udhu billah, an diesem Moment, wo der Tod kommt, du wirst eine Gestalt sehen, der heißt der Engel des Todes, Malakul Maut, du wirst einen Schock bekommen. Wir haben Menschen erlebt, als sie am Sterben lagen bei Allah subhanahu wa ta'ala, du siehst den Schock in deren Gesichtern. Die, die nicht gebetet haben, die, die getrunken haben, die, die Drogen genommen haben, die haben Schock bekommen, weil du siehst, die haben etwas gesehen, was sie nicht erfreut hat. Weil dann kommen die Engel der Peiner, des Peines, die bringen die Strafe Allah mit, die bringen den Zorn Allah mit, subhanahu wa ta'ala. Was dann, ja? Wer soll dir zu Hilfe eilen in diesem Moment? Wo sind deine Freunde? Wo ist die Blondine, die du wegen ihr nicht gebetet hast? Wo ist die Blondine, die du mit der Unzucht begonnen hast? Wo ist sie? Ruf sie doch an, die soll dir helfen. Denkst du, es kümmert dich, wenn du tot bist, der Nächste folgt. Du bist nicht wert für sie. Ich schwöre dir bei Allah, du bist nicht wert für sie. Tu so, ob du einmal so vergiftet bist und geh zu ihr und sag, bitte sauge diese Gift, ich wurde heute vergiftet mit einer Schlange. Bist du bereit, dein Leben für mich zu opfern oder nicht? Guck, wie sehr sie dich liebt. Wie soll die dich dann beim Tod retten? Deine eigene Frau sogar wird er nicht nutzen können, die dich wirklich liebt. Die fromme Frau liebt ihr Mann. Die tugendhafte Frau liebt ihr Mann. Aber sie soll auch kommen und dich retten. Sie wird da stehen, machtlos und weinen. Deine Kinder lieben dich. Und die Kinder haben, mashallah, so reine Herzen. Sie werden da stehen und machtlos, sie gucken und weinen nur. Was ist mit meinem Vater los? Was ist mit ihr los? Und die weinen, Abschied. Sie wollen dir helfen, aber sie können auch nicht. Dein Vater, der alles gemacht hat für dich, und deine Mutter, die dich 9 Monate lang getragen hat, die wegen dir gelitten hat, die Beine gestorben sind am Geburt, und die dich erzogen hat und gestillt hat und sie nachts für dich aufgestellt hat. Weil die Mutter hat mehr Liebe als der Vater. Warum? Weil die Mutter gelitten hat Tag und Nacht, ja. Nachts wacht sie auf, während der Mann schläft und schnarrt, sie steht auf und stillt den Kleinen. Sie schläft nicht, damit er schläft, damit du geschlafen hast, damit du schlafen kannst. Aber in diesem Moment, sie kann auch nichts tun. Sie wird dich lassen. Rufe deine ganzen Freunde, die du mit denen Partys gemacht hast. Die sollen sich beeilen. Ruf diese DJs, die du kennst. Ja? Ruf diese alle Hip-Hopper, die du kennst, diese Sänger, diese Hip-Hop- und Soul-Sänger singen. Rufe alle Techno-DJs, die ihr kennt. Rufst du alle deine Freunde, die behauptet haben, sie haben dich lieb. Sag, bitte, schenkt mir doch 1 Stunde von eurem Leben. Ich bitte euch, 1 Stunde. Ich sehe das, was ihr nicht seht. Ich spüre das, was ihr nicht spürt. Ich bin jetzt in Not. Aber niemand ist für dich da, außer Allah. Aber den hast du vernachlässigt. Du hast seine Befehle nicht bewahrt. Du hast Allah vernachlässigt. Wie soll Allah subhanahu wa ta'ala dir in diesem Moment helfen? Wie? Deswegen nutze dein Leben aus, inshallah, bevor du stirbst. Und am Ende sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also profitiere von deinem Reichtum, bevor du arm wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, inshallah. Und sagt der Gelehrte hier, sagt, derjenige, der seine Freizeit benutzt, in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, sagt dieserjenige, wir dürfen ihn, sag mal, darf man ihn so als glücklich schätzen. Also nicht einer für mich, zum Beispiel einer, der nicht glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, und der, wenn er stirbt, der Arme, also stirbt und kennt die Wahrheit gar nicht und leugnet die Wahrheit, bestreitet diese Wahrheit und hat alles, ganze Dunya in seiner Hand, schöne Autos, schöne Frauen, den beneide ich nicht. Wallahi, den beneide ich nicht. Weil er für mich, in meinen Augen, ist der Arm. Weil der Reiche ist der, der an Allah glaubt. Und der, der Allah gehorcht. Und der folgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der, wallahi, wenn du arm bist, du findest nichts zum Essen, aber du hast den Iman, du hast den Glauben, du hast die Überzeugung, du hast die Gewissheit, du hast das Wort, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, in dein Herz, und du verrichtest die Gebete, und du fastest Ramadan, und du verrichtest die Pilgerfahrt, aber im Augen der Menschen, du bist arm, du hast nichts, du wirst verachtet. Wallahi, wenn du sterbst, du bist für mich im Erfolg, weil dann wirst du das ewige Paradies bekommen. Das ewige Paradies. Aber der, Yawm al-Qiyamah, wird Allah einer der reichsten Menschen rausholen aus dem Höllenfeuer kurz und wird ihn fragen, wenn du das diesseitige Erde, das diesseitige Leben, das irdische Leben besitzen würdest, aus Gold, bist du bereit, das also dadurch dich frei zu kaufen vom Höllenfeuer? Ich bin bereit, ja Allah, sagt er. Er sagt, es ist zu spät. Ich habe von dir im diesseitigen Leben etwas verlangt, was viel weniger war als das. Welches?
dass du an mir glaubst und mir nicht beigesetzt. Glauben an Allah, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und Muhammad ist sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und Muhammad ist sein Diener, sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Dieses Wort macht dich reich im diesseitigen Leben und im Jenseits. Und das ist ein Vertrag mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Und diese Menschen wirklich, die nutzen deren Zeit aus, bi'idhnillah, die darf man beneiden. Das sind beneidenswerte Menschen. Nicht negatives Neid, sondern jeder hat den Wunsch, so zu sein wie die. Weil die sind fromm. Die sind von Hajj zu Hajj, von Pilgerfahrt zu Pilgerfahrt. Vom Schlacht zu Schlacht, fi sabilillah. Vom Gedenken Allah zum Gedenken Allah. Von Ermahnungskreis zu Ermahnungskreis. Von Freitagsrede zu Freitagsrede. Von Spende zu Spende. Von Almosen zu Almosen. Die verrichten immer die Abgabe. Die verpassen kein Gebet. Sie stehen nachts auf. Sie gedenken Allah, egal wo sie hingehen, rufen sie die Menschen zu Allah. Die 24 von seinem Leben geht es nur um Allah. Diese Menschen darf man beneiden im Islam. So wünschen, so zu sein wie sie. Das sind glückliche Menschen für mich, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aber dessen Zeit benutzt für die Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mensch ist für mich der Benachteiligte. Der ist im Verlust, den darf man nicht beneiden. Vielleicht, wenn du Tugend hast, musst du dich hinsetzen und für ihn weinen. Weine um diesen Menschen. Bitte Allah um Hilfe für ihn. Weil dieser Mensch ist tot. Er geht auf Erden, aber sein Herz ist tot. Kein Licht drin, kein Iman, keine Überzeugung. Er behauptet, er ist Muslim. Aber er ist tief in Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst für ihn weinen. Ja Rabbi, bring meinen Bruder zurück. Ja Rabbi, bring diese Schwester zurück. Bring die Jugend zurück zum Islam. Bring sie zum Erfolg. Ja Allah, lass sie verstehen. Ja Allah, sie verstehen nicht, diese Menschen. Ja Allah, weck sie auf, sie sind am Schlafen, sie sind unachtsam. Weil diese Menschen, ehrlich gesagt, sind im Verlust. Wenn sie so sterben werden, sind sie ewig im Verlust. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren für diesen Verlust, inshaAllah. Der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zwei Gaben Allah subhanahu wa ta'ala werden von den Menschen viel benachteiligt. Viele Menschen vernachlässigen oder benachteiligen diese zwei Gaben, ist die Gesundheit und Freizeit. Freizeit und Gesundheit, liebe Brüder. Das sind zwei große Gaben. Weil nach der Gesundheit wird Krankheit kommen. Und nach der Freizeit wirst du beschäftigt sein. Also benutzt eure Zeit auch, inshallah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Ungefähr kurzes Zusammenfassen dieser Sache, inshallah. Eigentlich wollte ich für die Schwestern was machen, aber weil ich sehe sehr viele neue Gesichter hier, inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder diese Gesichter sehen können, inshallah. Letzte Woche haben wir gesprochen, ich ändere jetzt die Sitzung ganz schnell, inshallah. Wir haben gesprochen über die Frau im Islam, die Pflichten der Ehefrau im Islam. Und ich werde ganz schnell den letzten Teil, inshallah, davon machen, 10 Minuten, vielleicht schaffe ich das noch. Ungefähr, wir haben vieles erwähnt über die Frau im Islam. Und dann bin ich angekommen bei einer sehr wichtigen Sache. Eine der Pflichten der Ehefrau im Islam ist beispielsweise, dass man, wenn der Mann bei einem guten Empfang, den Mann gut empfangen, inshallah, wenn er von der Arbeit beispielsweise kommt, beispielsweise du arbeitest 8 Stunden die ganze Zeit, früh oder spät oder nachts, besonders wenn du früh aufstehen musst, und du arbeitest die ganze Zeit und du leidest wegen der Familie, damit du Geld nach Hause bringst, sie versorgst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann kommst du so kaputt von der Arbeit und Stress von diesen Leuten, a'udhu billah, und du suchst nach Ruhe und Gelassenheit. Und die Frau, haben wir gesagt, die Rolle der Frau ist wie die der Nacht. Weil wenn du beispielsweise nachts ist dafür da, dass man sich zurückziehen kann und sich ausruhen kann und seine Ruhe finden kann und Gelassenheit finden kann, alhamdulillah, rabbil alamin. Das heißt, die Frau spielt diese Rolle. Wenn der Mann von der Arbeit kommt kaputt, sie soll diese Rolle spielen, sie soll ihm diese Ruhe schenken. Aber sagt der Gelehrte, eine der Pflicht der Frau, wie soll die Frau das machen? Das heißt, wenn er reinkommt, wenn er die Tür aufmacht, er sieht ein schönes Gesicht vor seinen Augen, mashallah, mit einem Lächeln. Er sieht dich mit einem Lächeln im Gesicht. Die Frau soll lächeln in sein Gesicht, mashallah, oder ein schönes Wort, ein liebes Wort. Das ist der Pflicht der Ehefrau im Islam, das ist was der Umgang, das ist ein Benehmen der Frau im Islam, die muss sich so benehmen, wenn der Mann kaputt ist, um ihn zu ermutigen, um ihn zu stärken, inshallah. Aber sag, sei nicht wie die Frauen, a'udhu billah, wenn der Mann reinkommt nach Hause, mashallah, kaputt, und der ist am Ende von dieser Arbeit, sagt dann, was hat, direkt fängt sie an zu klagen. Ja, Waschmaschine ist kaputt, Kühlschrank ist kaputt, Fleisch fällt, du hast die Geflügel nicht gebracht, du hast Brot, oh, der arme Mann, sagt, wiedersehen, dann dreht sich um und geht weiter, a'udhu billah, er wünscht sich nochmal 8 Stunden zu arbeiten, vielleicht besser als zu Hause zu bleiben. Deswegen ist ein Rat für die Schwestern, die sollen sich so benehmen, inshallah. Und dafür wirst du belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und sagt dann, trifft sie so mit traurigem Gesicht, kaputtem Gesicht. Sie hat alles zu Hause, was sie braucht. Sie vergisst, dass es andere Kinder gibt und Frauen gibt, die wirklich keine Decke haben, die haben keine Klamotten, die haben kein Essen, kein Trinken, sind barfuß in minus 20 Grad. Oder in Afrika, die Menschen trinken dieses dreckiges Wasser, subhanallah. Dreckiges Wasser. Und du klagst, weil vielleicht du hast 4 Sorten von Wurst oder Salami, aber die andere nicht. Ja, subhanallah. Ist unser Leben abhängig von einer Salami? Unsere Ehe ist abhängig von einem Salami-Stück, subhanallah.
Oder wo ist die Kohle? Du hast keine Kohle, hast Fanta gebracht. Ja, Allah, ja, dick. Ist doch gut, das ist was zu trinken. Weißt du? Nein, du musst zurück. Ja, Allah, ich bin kaputt. Nein, du musst zurück, sonst gibt's Ärger heute. Kein Schlaf mehr und kein nichts mehr. Ja, bitte, Nass, Allah, ja, dick. Ich bin kaputt. Nein, geh zurück. Das heißt, ein Sheikh hat gesagt einmal, Subhanallah, wir sind so abhängig von Cola geworden. Sagt er, ob wir, Subhanallah, unsere Mütter haben uns Cola gestillt. Und nicht Milch, Subhanallah. Und hat gesagt, ein bisschen Spaß ist richtig so. Das war Sheikh Mohammed aus Beul, hat gesagt, Subhanallah. Das Sheikh Mohammed ist ajib. Er hat einmal gesagt, das Baby sagt eigentlich, er ruft danach Milch oder so. Er sagt, nein, der kleine Baby, jetzt bei uns sagt er Cola, nicht mehr so, weißt du, Milch oder so. Das heißt, Subhanallah. Dann hat er gesagt, du sollst nicht so sein wie die, inshallah, Rabbil Alamin. Sagt, der Mann hat den Wunsch, wirklich zurückzukehren, da, wo er hergekommen ist. Er sagt, aber gehöre zu den Frauen, mashallah. Und sei nicht wie die Frauen, Audubillah, wenn der Mann nach Hause kommt, du triffst ihn, mashallah, du bist angezogen, alhamdulillah, aber du trägst die Kleidung, du kriegst die Kleidung, also beispielsweise diese kennst du diese Tücher, was man braucht zum Kochen, ja, diese Tabletten, wie heißt, ja, Schürze, du trägst die Schürze, die ganze Zeit bist du am Kochen, sagt diese Schürze, Masha'Allah, riecht nach Zwiebel oder nach Knoblauch und sie ist graviert mit Tomatensauce, hat er gesagt. Sagt, so sollst du nicht sein. So, der Mann hat keine Lust, dich anzugucken. Hat keine Lust, der Arme. Du machst ihm das Leben schwer. Zum Gegenteil. Du bist dafür da, um ihm sein Leben leichter zu machen. Genauso der Mann. Die Brüder lachen jetzt. Aber bald kommt eure, seid ihr dran, inshallah. Ihr werdet sehen, was für Pflicht er hat gegenüber den Frauen, inshallah. Dann werdet ihr alle, glaube ich, nicht mehr lachen. Sagt und das, Al-Gharib sagt, das Außergewöhnliche und das Komische sagt, diese Frauen, wenn sie rausgehen werden, sie ziehen sich am besten an. Und sie schminken sich und sie schmücken sich, mashallah. Beste Parfüm gehen sie raus. Aber zu Hause nicht. Der arme Mann. Und sagt, ich liebe dich. Du liebst deinen Mann, aber du machst dich schön für die anderen. Das ist nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Deine Liebe ist nicht in Ordnung. Wenn du deinen Mann liebst, du machst dich schön für deinen Mann. Du erfreust deinen Mann, nicht die Männer, astaghfirullah. So ist eine fromme Frau. Und wollte ich die Geschichte erzählen, da war letztes Mal das Gebet. Ich hoffe, dass ich die Geschichte nicht so schaffe. Jetzt achtet wirklich darauf auf diese Frau. Das ist eine Frau, ein Sahabiya, eine Frau von Sahaba, radiallahu anhu. Die heißt Ummu Salim. Das heißt, egal was für ein Zustand du bist zu Hause, du bist am Kochen, du bist am Arbeiten, wenn du hörst, bald kommt mein Mann. Ich koche, alhamdulillah, aber ich schminke mich. Ja? Aber mach nicht so viel Schminke, weil das ist nicht gut fürs Gesicht. Diese, keine Ahnung, wie die heißen, diese Gesichtpuder oder wie die heißen, das ist auch, das ist Chemikalien, das ist nicht gut fürs Gesicht. Das heißt, ein bisschen Kochen für die Augen, mashallah. Ich weiß nicht, wie die anderen heißen, diese, für die, nicht Lippenstift direkt, aber es ist was anderes. Das ist so, das ist ein kleiner Stift für die Lippen, das sollte man auch machen für den Mann, alhamdulillah, und aussuchen, welche Farbe er liebt, welcher Geschmack Himbeer oder, das ist wichtige Sachen, subhanallah. Das ist wallahi sehr wichtig, ich will jetzt, aber es ist die Wahrheit. Da freut sich dann und sagt, oh, mashallah, meine Frau kümmert sich um mich. Meine Frau gibt mir, respektiert mich, mashallah. Meine Frau gibt mir mein Recht. Dann, wallahi, du siehst, dein Mann ist für dich wie ein Diener danach. Dann verdienst du so viel Respekt von deinem Mann, du gewinnst so viel Liebe und Respekt. Und anders soll der Mann sich auch schön machen wie seine Frau, aber nicht schminken. Sayyidina Umar hat gesagt, ich mach mich genauso hübsch für meine Frau, wie sie sich hübsch macht für mich. Also das heißt nicht nur die Frau machen. Ich kann weiße Laden, wo Bodysock und so. Also wie gesagt, also diese Ummu Salim, sie war in einer wirklich schwere Lage. Und sie hat wirklich ein Problem, eine Prüfung von Allah bekommen. Aber achtet, obwohl diese Prüfung so hart ist, wie sie reagiert hat. Wie sie wirklich reagiert hat. Ich hoffe, die Zeit reicht schon. Die Frau ist Ummu Salim. Diese Frau achtet darauf, wie sie ihren Mann empfangen hat, obwohl die so stark geprüft wird. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagt, Abu Talha radiallahu anhu hat um die Hand von Ummu Salim gebeten. Sie hat gesagt, du bist ein Mann, den man nicht zurückweisen kann, also den man nicht ablehnen kann. Aber, sagt er zu ihm, aber ich bin ein Muslimer. Deswegen diese Frau nennt man die Frau mit den teuersten Brautgabe. Sagt, ich bin Muslimer und du bist kein Muslim. Also sagt er, ich darf dich nicht heiraten im Islam. Sagt, wenn du Muslim bist, willkommen. Meine Brautgabe ist dein Islam. Das heißt, ich brauche nichts von dir. Werd Muslim und das ist meine Brautgabe. Deswegen, es gibt nichts teurer als der Islam in dieser Welt. Das Wichtigste in dieser Welt ist der Islam. Für sie, ihre Brautgabe war der Islam, sein Islam. Und er ist auch Muslim geworden danach und hat sie geheiratet. Und er war auch danach ein sehr starker Sahabi, dieser Abu Talha radiallahu anhu.
Dann hat dann sie geheiratet. Als sie dann geheiratet hat, alhamdulillah, sie wurde schwanger. Sie hat einen Jungen bekommen. Sehr, sehr hübscher Junge, mashallah. Sehr schöner Junge, hübscher Junge. وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا. أبو طلحة hat ihn sehr, sehr lieb gehabt. Hat ihn richtig geliebt. Sagt, dann der Junge hat gelebt, bis er angefangen sich zu bewegen, mashallah. Zu spielen und zu krabbeln ein bisschen. Eines Tages wurde sehr, sehr krank, dieser Junge. Also sehr, sehr, sehr krank. Der Vater ist sehr, sehr traurig geworden. Es war eine harte Prüfung für den Vater, weil der Vater ihn sehr geliebt. Und der Vater ist irgendwie schwach geworden. Das waren sehr harte Schmerzen für ihn. Eines Tages, der Vater war draußen, der Sohn stirbt. Aber achtet auf die Reaktion dieser Mutter. Der Sohn ist gestorben. Heute, wenn du in Tunesien gehst oder irgendwann gehst und jemand stirbt, hörst du die Geschreie bis ein Kilometer. Die Frau weiß nicht mehr, was sie macht. Wallahi, sie haben gar keine Ahnung, die armen Frauen, wie sie die Kinder waschen sollen. Wie sie mit dem Kind umgehen sollen, wenn er stirbt. Wenn der Vater nicht da ist und der Mann nicht, was willst du machen? Schreien? Deswegen ist es wichtig, im Islam nach Wissen zu streben. Weil Yawm al-Qiyam hat danach gefragt, diese Frau weiß, wie sie mit dem Kind umgeht. Was hat sie gemacht? Er ist gestorben, sie hat ihn gewaschen. Sie selber hat ihn gewaschen. Sie hat keinen Imam berufen. Sie hat ihn gewaschen, weil diese Frau hat Wissen im Islam. Und Rasulullah sagt, nach Wissen zu streben ist Pflicht für jeden Muslim und Muslima. Sie hat ihn selber gewaschen. Und sie hat ihn in Leichen, sie hat ihn parfümiert. Und sie hat ihn in Leichentuch selber, gewickelt. Und dann hat sie ihn gedeckt mit einer Decke. Und hat gesagt, keiner soll denn meinen Mann benachrichtigen über das, was passiert ist, bis ich die Erste das bin. Sie wollte, dass keiner das weiß. Sie wollte ihrem Mann Bescheid sagen, aber was für eine Art, wie sie das gemacht hat. Sagt, Abu Talha kam zurück von seiner Arbeit, vom Dschihad oder von Dhikr oder von Salah oder von Da'wah. Kaputt, Sahaba waren kaputt, die ganze Zeit unterwegs für Dien. Er war sehr müde, aber er war auch am Fasten an diesem Tag. Und das war die Hitze von Mekka damals. Hitze, vielleicht 50 Grad. Ist nicht wie heute, mashallah, hier 16, 17 Grad, sind schon müde. فقال كيف حال الغلام؟ Er fragt nach seinem Sohn, wie geht's mein Sohn? Dann hat sie gesagt, es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Seine Seele ist ruhig, hat sie gesagt. Er ist im Frieden. Und sie hat ja nicht gelogen. Weil dieser kleine Junge ist im Jannah. Er ist ein Vogel im Jannah. Er gehört zu den zerstreuten Kindern im Paradies, die wie Perlen aussehen im Paradies. Dann, als er das gehört hat, hat er verstanden, dass es ihm gut geht. Hat sie gesagt, Alhamdulillah, Mashallah, hat sich sehr gefreut, sein Sohn geht's wieder gut. Was hat sie gemacht? Sie hat ihm sein Essen gebracht. In so einem Moment, wie geduldig diese Frau ist und wie ruhig sie war und wie zufrieden sie war mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat ihm das Essen vorbereitet, er war am Fasten, sie hat ihm sein Essen gegeben. Guck mal, wir reden hier über den Empfang. Die sagt, ja, wie soll ich den Sohn empfangen? Ich war doch am Kochen. Willst du Kochen vergleichen mit dem Tod von einem Sohn? Niemals. Und dann, was hat sie gemacht? Sie hat ihm das Essen gegessen. Während er am Essen ist, ist sie dann nach ein anderes Zimmer gegangen. Und sie hat sich hübsch gemacht, mashallah, und sie hat sich parfümiert. Welche Frau denkt so, ja? Die denkt an das Recht ihres Mannes. Seine Ruhe, seine Gelassenheit. Sie hat sich geschminkt und hübsch gemacht und parfümiert. Und sie ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, möchtest du mit mir schlafen? Verzeih mir. La haya fi din. Nicht, sie hat gewartet, bis er bettelt. Komm doch, ich bin müde. Ich muss kochen, ich muss waschen. Dein Mann ist das Wichtigste, das ist dein Paradies oder deine Hölle, wa al-iyadu billah. Sie ist selber hingegangen zu ihm und hat gesagt, möchtest du so und so mit mir? Dann der Mann, was hat er gemacht? Wir haben miteinander, alhamdulillah, Beischlaf gehabt. Als er morgens raufgehen wollte zur Moschee, aber Talha, guck mal, wie sie das ihm beigebracht hat. Wie stark ist diese Frau, subhanallah. Sie hat ihm gesagt, ja, aber Talha, ich habe eine Frage. Wenn jemand, dein Nachbarn, dir etwas ausleiht und du hast das, was er dir ausgeliehen hat, ausgenutzt und du hast es davon profitiert, und du hast es genossen, was er dir ausgeliehen hat. Aber am Ende kommt er zu dir und sagt, ich will es wieder haben. Sag, gibst du es ihm zurück? Guck mal, was für eine Frau das ist. Gibst du es ihm zurück oder nicht? Sag, bei Allah, ich gebe ihm das zurück. Das ist selbstverständlich. Dann qalat, sie hat gesagt, und du bist zufrieden, du gibst ihn zurück und deine Seele ist zufrieden, du bist nicht sauer. Er sagt, natürlich, ich bin dann zufrieden. Warum soll ich sauer sein? Dann hat er gesagt, Allah hat dir einen Jungen ausgeliehen und jetzt hat er den wieder zurück zu sich geholt. Das heißt, Allah hat deinen Sohn zu sich genommen. Allah hat dir einen Jungen ausgeliehen, jetzt will er den wieder haben, er hat ihn schon. Fasbir wahtasib, sei geduldig und zähle deinen Sohn zu den Toten bei Allah im Paradies. Dann hat er gesagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayra minha. Der Sahabi, guck mal die Art, wie sie es ihm beigebracht hat.
Ihr Sohn ist tot. Sie wäscht ihn. Sie ist geduldig. Sie ist zufrieden mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie denkt noch dazu an das Recht ihres Mannes in diesem Moment. Und sie kocht für ihn. Und sie schläft mit ihm, mashallah. Sie gibt ihm noch sein Recht. Und die Art und Weise, wie es ihm beigebracht hat. Das ist eine fromme, tugendhafte Frau im Islam. Und dann der Mann ging zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und hat ihm erzählt, was passiert ist. Und hat ihm gesagt, hast du mit deiner Frau diese Nacht Beischlaf gehabt? Sagt, ja, ja, Rasulullah. Sagt, möge Allah diese Nacht von euch segnen. Dua von wem? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er gesagt, Sufyan ibn Uayyana sagt, ein Mann aus den Ansar hat gesagt, bei Allah, ich habe gesehen, die zwei haben 9 Kinder bekommen, alle haben den Koran auswendig gelernt. Die Geduld von wem war das? Das war die Belohnung für ihre Geduld. Für ihre Art, wie sie ihren Mann das beigebracht hat. Und subhanallah, sie hat nicht gesagt, dein Sohn ist tot, mach was du willst und ging in Schreie und Weine rein. Nein. Das ist der Beweis, dass diese Frau ein Iman hat im Herz. Das Beweis, dass diese Frau den Islam verstanden hat. Und der Gelehrte sagt hier in dieser Geschichte, lesen wir, wie die Frau, subhanallah, das rüber, diese, wenn jemand ein Problem hat, eine Prüfung hat, wie er mit dieser Prüfung umgehen muss. Und sagt, und gleichzeitig die Frau, hier sagt, sehen wir diese Geschichte, dass die Frau sich schmücken muss und schön machen muss für den Mann, das ist ihre Pflicht im Islam. Und wie sie selber hingegangen ist und hat sich angeboten und nicht wartet, bis der Mann zu ihr kommt und bettet und macht sich klein, ist doch dafür, nein. Und sagt, und wie sie, subhanallah, ihren Mann dann beigebracht hat, dass er nicht flucht oder dass er zum Schluss auf Allah sauer wird und dass er schreien wird, also A'udhu Billah, mit Hikma, mit Weisheit hat sie ihm das beigebracht, bi'idhnallahi subhanahu wa ta'ala. Ich denke, die Zeit wird nicht reichen. Die nächste Pflicht der Frau im Islam, ganz schnell, inshallah, die Frau soll nicht hartnäckig sein im Fragen. Das heißt nicht immer das gleiche Fragen. Gib mir das, bring mir das, bring mir das, bring mir das. Ich will diesen Kleid haben, der kostet 100 Euro, ich will diesen Kleid haben. Und der kann nicht, der Arme. Sagt die Frau so hartnäckig, die Gelehrten sagen, diese drängliche Frau ist unerträglich. Diese drängliche Frau ist unerträglich und sie ist tadelnswert im Islam, al-Iyadu Billah. Sie verlangt immer wieder das Gleiche, obwohl sie weiß, der Mann kann das nicht. Was passiert? Der Mann ist traurig. Der Mann ist unglücklich. Und seine liebe Frau, er liebt diese Frau, er möchte sie glücklich machen. Aber der Arme arbeitet und sein Geld reicht nicht. Was passiert? Wenn sie zwingt ihn dadurch, Allah, damit er sie glücklich macht. Und damit sie endlich mal aufhört mit dieser Hartnäckigkeit, er gibt sich Geld ausleihen, a'udhu billah, und macht sich Schulden vielleicht bei der Bank, und da ist Zinsen dabei, ein Bruder, und er kann das vielleicht später nicht mehr zurückzahlen. Dann, a'udhu billah, der Arme, sie bringt ihn in Schwierigkeiten dadurch. Sagt aber, die aufmerksame Frau im Islam ist die, die Rücksicht nimmt auf ihren Mann, alhamdulillah, auf seine Lage, auf seine Fähigkeit. Sie machen das Leben nicht schwer, zum Gegenteil, sie machen das Leben leicht. Sagt, und wenn es ihm gut geht, auch wenn er Geld hat, die Art und Weise, wie sie fragt, sie drängt nicht. Sie ist nicht hartnäckig, gib mir das, bring mir das. Hast du gehört, anrufen? Noch nicht mal Salam Ali gesagt, bring mir das mit. Ich will das haben. Die ganze Zeit. Nein, eine tugendhafte Frau fragt ganz anders. Mit viel Liebe, mit viel Rahma. Einmal, zweimal und Ende. Rasul sagt beispielsweise, wenn ihr um Erlaubnis bittet, irgendwo reinzugehen, bittet dreimal, wenn man euch nicht um erlaubt, geht zurück, genauso im Fragen, hab ein Benehmen. Dreimal, mit viel Liebe, mit viel Rahma, ein Küsschen auf dem Kopf, mashallah. Sagst, dass du ihn respektierst und liebst. Mein Schatz, ich brauche das und das. Zaka Allah, nicht vergessen, Barakallah. Wenn er vergessen hat, ich nochmal frage, aber mit viel Liebe und Rahma. Vielleicht nachts, wenn du mit deinem Mann liegst, im Bett und unterhältst dich mit deinem Mann, mashallah, über Dien, über irgendwas. Schön im Gespräch, mittendrin, ich brauche das. Mittendrin, unauffällig. Damit es nicht so schwer hinkommt, wie ein Berg auf seinen Kopf. Rahma, Liebe. Das ist die fromme Frau, die aufmerksame Frau im Islam. Sie ist weich in ihrer Art. Sie ist milde, mashallah. Ja, sie ist nicht hart, oder sie ist sanftmütig, mashallah. Und sie drängt dich die ganze Zeit. Das ist die fromme Frau im Islam, die aufmerksame Frau im Islam. Und noch eine Sache, selbst ein Pflichtfehler der Frau im Islam, ganz schnell, sagt die Frau im Islam, die aufmerksame, die tugendhafte Frau im Islam, ist die, die steht an Seite an ihrem Mann, bis er seine Ziele erreicht hat. Diesseitige Ziele und jenseitige Ziele, besonders jenseits Ziele. Sagt, das ist sehr wichtig, sie hilft ihnen. Womit? Ein schönes Wort, ein liebes Wort, ein Lächeln, der ihn ermutigt, mashallah. Und wenn du siehst, dass er ab und zu mal am Aufgeben ist, du ermutigst ihn immer wieder. Du stärkst ihn, mashallah, wie Khadija radiallahu anha das gemacht hat mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wie sie ihn ermutigt hat, alaihi salatu wasallam. Er kam von Ghari Hira, von dieser Höhle Hira. Eine Minute bin ich fertig, inshallah. Von Ghari Hira, als er kam und hat Angst, als Jibril kam, und hat gesagt, lies ja Muhammad. Als die Offenbarung kam, das war eine sehr schwere Aufgabe für Rasulullah sallam. Er hat viel Angst bekommen, sallallahu alaihi wasallam. Dann kam zu Khadija, sagt, deck mich zu, ja Khadija. Deck mich zu, sagt Rasulullah sallam, deck mich zu. Er hat Angst, hat gezittert. Dann kommt Khadija, achtet auf diese Worte von Khadija, die ewig bleiben werden. Und das sind Worte für jede Frau im Islam, die fromm ist. Und die ein Vorbild braucht im Islam. Die hat gesagt, Wallahi, ma yukhzi.